Menschen beten an, das P-Wort, was man auf der Toilette macht, Pipi Kaka, bla bla bla. Was hat Abu Khanjar Gibt es. davor gesagt? War Abu Khanjar nicht respektlos? Das ist ja eine Trotzdem, Gegenseitigkeit von uns. Aber wo hat es dann begonnen? lebt ihr in einem Land, was christlich geprägt ist? Kommt hierher, lässt sich vom Staat schön aushalten und danach nutzt er quasi die Kuffar noch schön aus und dann, Was hat was das macht mit er? irgendetwas zu Beleidigt die tun? Leute, Was hat. beleidigt die Leute, die wo ihn quasi, er beißt die Hand, die ihn füttert. Das Was geht hat das gar mit nicht. irgendetwas zu tun? Sein Soll Wohnsitz. ich jetzt in einen Scharia-Staat gehen? Mustafa, soll ich jetzt mal in einen Scharia-Staat gehen und anfangen, so über Mohammed und die Sahaba zu sprechen, so wie wir es hier tun dürfen? Soll ich das mal machen? Mal schauen, was Saudi-Arabien mit mir macht als Murtad und als jemand, der sich gegen die Gemeinschaft ausspricht. Da weißt du ganz genau, da ist mein Kopf schneller ab, als ich gucken kann. Ja. Habe ich jemals respektlos so über euren Gott oder über irgendwas von euch geredet? Du vielleicht nicht? Ja, genau. Und wenn ihr jetzt beginnt, respektlos über meinen Propheten zu reden, natürlich Was schieße ich dann findest du zurück. denn respektlos daran? Wir zitieren doch nur deine Schriften. Ganz genau. Was ist daran respektlos, wenn ich nur deine Schriften zitiere? Ich habe mal gehört, wie einer von euch gesagt hat, euer Prophet ist so ein Lügner, so ein Blablabla, so ein Blablabla. Ihr habt den beleidigt. Ja, ich Wird er lüge im nicht Islam erlaubt im beleidigt oder was? Islam. Natürlich nicht. Jetzt Lügen ist nicht erlaubt im Islam. Ja, Takia ist es erlaubt? was ist dann Takia? Wenn man das Richtige weiß, das Falsche erzählen, glaube ich. Was ist Al-Maurid? Ah. Keine Ahnung, was ist Al-Maurid? Al-Maurid ist ungefähr folgendes. Ich sag zu einem Menschen, der mich fragt, hey, hast du Geld? Und ich sag zu ihm, meine Taschen sind leer, Bruder. Obwohl mein Geldbeutel vor Geld platzt. Audubille. Es Ja. wird sogar in der Al-Azhar-Universität gelehrt, wie man richtig lügt. The Art of Lie. Astaghfirullah. Findest du das heilig? Findest du das heilig? Man sollte nicht lügen. Eben. Guck mal, da schreibt schon wieder die nächste, Rebecca war drei, ich sag drei, sofort stummen. Geh und lese ein paar Bücher und danach komm wieder und behaupte des reinen Gewissens. Und wenn man sie dann nach Quellen fragt, können sie keine nennen. Mustafa, guck mal, wir haben bis jetzt noch überhaupt gar nicht sind wir in den Koran reingegangen. Ihr Ne? verbreitet ja auch das Pass Evangelium auf, hier nicht den Koran, oder? Mustafa. Ja, wir verbreiten eigentlich das Evangelium und es kommen Muslime hoch, wir beantworten alle Fragen. Und wir möchten wirklich von ganzem Herzen, dass die Muslime aufwachen und, Ah ja, du hattest mich letztens eine Frage zum Koran gestellt. Ich habe die Antwort jetzt drauf. Warte kurz, ich schaue mal, welcher Vers das war. ja, schau du, solange möchte ich Harut was sagen. Harut, ist dir gerade was aufgefallen? Er war der Erste, der gesagt hat, ihr seid ja Genau. normalerweise auch nur am Evangelium predigen. Er war der Erste, der das gesagt hat. Ja, nee, richtig. Gut, dass du das nochmal wiederholst. Ich habe nur genau gesagt, ohne Ich darauf habe gesagt, ihr einzugehen. seid dafür da. Ich habe nicht gesagt, dass ihr das normalerweise macht, weil ihr seid immer am Koran und immer an der Sunna hier, wenn ich das sehe, wenn ich euren Ich Stream habe sehe. eine Aber Frage, Mustafa, ist das für dich? Ist ich das höre für zu, ich dich bin Hass? kurz auf Pause. Ist das für dich in dem Sinne Hass verbreiten? So, Leute, passt mal auf. Wir haben bis jetzt noch nichts genannt. Ich weiß, heute ist schönes Wetter. Ihr wollt wahrscheinlich nachher rausgehen, kein Problem. Jetzt passt mal auf, ihr Lieben. Wir haben bis jetzt noch nichts genannt. Weder Koranverse, noch Tafsire, die Erklärungen der Schriftgelehrten. Noch haben wir Hadithe genannt, gar nichts. Du hältst es So. gar nicht mehr aus, oder? Bitte?
Du hältst es gar nicht mehr aus, ohne irgendwelche, ohne über den Koran zu reden, oder? Mustafa, guck mal, ich sag dir ehrlich, du kennst ja den Ali Mor. Kennst du Ali Mor, Daye? Ja, ihn kenne ich. Guck mal, das ist ein richtiger Onkel, der Ali Mor. Der Typ ist Ja, so lustig. er sagt selber sogar, dass wir mehr Hadithe lesen als die Sunniten. Ja, ne, guck mal, damit hat der, die Leute kennen, aber damit hat er ja nicht recht. Guck mal. Guck mal. Okay, und jetzt, hä? Ja, nee, die Leute sagen, wir kennen Koran nicht, das kann man nicht übersetzen, ihr habt keine Ahnung, ihr habt noch nie gelesen. Weißt Ihr du, was müsst ich meine? Das hört Arabisch ja können, gar um nicht das zu auf. verstehen. Ihr sagt immer, ihr Genau. müsst Arabisch können, um das zu Und verstehen, jetzt. aber plötzlich kommen hier immer Araber rein, arabische Christen, die dann sagen, da steht aber genau dasselbe auf Arabisch. Pass auf, richtig? Jetzt ist Sei aus. mal ehrlich, Harut, hast du diese ganzen Hadithe, die du jemanden Stream zeigst, selber gefunden oder von irgendwelchen anderen YouTubern gesehen und jetzt hier übernommen? Guck mal, ich Was bin machst ehrlich, du denn? beides, beides, wack. Guck mal, wenn ich, Christian Prince. guck mal, wenn ich in sunna.com gehe, selber, yani, ich frag dich eine ganz ehrliche Frage. Hast du schon mal von irgendeinem von diesen Hadith-Schreibern bzw. Übermittlern, hast du schon mal alle durchgelesen? Alle. Guck mal, wie viele Themen es gibt. Offenbarung, Glauben, Wissen. Sogar es gibt ein eigenes Thema über Wudu, über Ghusl, über Menstruation, über Prayer, die Zeiten der Prayer, den Azan, Ja. Freitagsprayer, Jumu'ah-Gebet. Hast du schon mal, guck mal, wie viele Themen allein Sahih al-Bukhari hat? Wack, wack. Ich habe nicht alle einzeln gelesen, falls das deine Frage ist. Ja, aber wir können zum Beispiel in eins gehen, wenn du willst. Und dann lese ich mir das alles durch und denke mir, Alter, guck mal, 7500 Hadithe. Es ist unglaublich, was da alles drin steht. Deswegen, ich habe hier einen Vers für dich, weil Du hast ja viele. alle durchgelesen. Du hast die alle durchgelesen. Nein, alle nicht, nein. Warte mal Aber. kurz, ich suche den Vers schnell, den du letztens aufgebracht hast. Warte ganz kurz. Okay. Guck mal. Leute, ich möchte über, weil viele sagen, guck mal, Hetze, das haben wir schon gezeigt, dass Allah selber Fitna macht. Dann mit Hass, ihr seid Hass erfüllt. Wird auch genannt gerne. Bevor du gleich mit dem Vers kommst, Leute, schaut mal hier. In Sure 19, Mariam. Vers 83. Da steht geschrieben, siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie heftig aufreizen? Warum hat Allah Satane geschickt gegen die Ungläubigen? Yani, ist er selber Shaitan oder warum? Was hat er gegen Ungläubige? Ja, genau, was soll denn der Scheiß? Was soll das, yani? Allah abi. Bak Allah abi. Was ist mit dir schiefgelaufen in der Kindheit? Dass du einfach Shaitane in das der meine ich, Mehrzahl zu uns schickst. Ist das meine ich mit respektlos. Genau das meinte ich mit respektlos. War das respektvoll? Scheich Yabudi, sei ganz ehrlich. dass wir halt Scherze machen untereinander und lachen. Ja, wenn Ist wir das Scherze machen, ist das respektlos? die größte Sag, sag, Respektlosigkeit, die Bruder, man jemals machen kann, oder? darf ich darauf Bezug nehmen, bevor du sagst, dass ich respektlos war? Findest du das, was da steht, respektlos oder respektvoll? Wie begegnet uns denn deine Religion? Das ist ja das Ding. Ja, begegnet uns deine Religion mit Respekt? Nein, sie wollen uns ja sogar den Kopf abschlagen teilweise. Bei mir und Sheikh zum Beispiel, weil wir sind Murtadin. Also wo ist denn das Problem, wenn wir dann halt auch darüber lachen müssen teilweise, was da drin steht? Ich meine, du willst das ja selber nicht, Mustafa. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du mir den Kopf abschneiden würdest. Mustafa, schau, Und schau. gleichzeitig lachst du über Shaitan! unsere Religion hinweg. Shaitan! Shaitan! Da steht Sheikh. Warum hat Allah Shaitan? Wusstest du, dass auch Shaitan während des Gebets, dieser Azan,
was ich eben genannt habe. Du kennst ja den Azan, ne? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Damit du beten gehen sollst, richtig? Guck mal, Ja. einerseits hat Allah Shaitan geschickt für die Ungläubigen, dass er uns auseinandernimmt. Aus irgendeinem Grund wissen wir nicht. Ja, nee, was wollte er damit uns sagen? Und andererseits, Furz-Shaitan, während dieser Azan kommt. Guck mal hier. Wenn der Adan ausgesprochen wird, steigt Satan auf so Heels, auf so hohe Schuhe, Janne. Oder was Wo steht, bedeutet dass das er auf Türkisch? gefurzt hat? And passes wind with his noise during his flight. And passes wind. Das Das heißt bedeutet, dass er furzen. tot. Mustafa, ja, hier steht das Wort dafür auf Arabisch ist Daurat. Daurat. Daurat heißt furzen. Ich zeige es dir. Aber Arabisch kann man nicht übersetzen, Jani. Ha, Durat. Daurat ausgesprochen. Ja, okay, ich habe jetzt den Vers, den du Ah. wolltest, dass ich wieder lese, letztes Mal. Kennst du das noch von unserer Kindheit? Diese Furzkissen. Warum furzt Shaitan? Damit die Leute den Asan nicht hören. Ja, nicht. Stinkt das nicht? Oder werden die nicht verwirrt Nur dadurch? in welcher Richtung, das bestätigt nur Shaitans Boshaftigkeit, oder? Oder nicht? Was siehst du denn darin? Ja, aber Allah lässt das doch Ja. zu. Alles geschieht ja durch Allahs Willen. Warum lässt er zu, dass er furzt, Ja. Jani? Was soll das bedeuten? Allah lässt doch auch zu, dass hier auf der Welt Menschen zu Unrecht getötet werden. Ja, Das lässt Jesus genauso zu. Das aber lässt genauso Jesus ja, genauso zu. und Allah lässt aber auch zu, dass der Teufel in die Ohren der Gläubigen pisst. Genau. Oder in deiner Nase ist heute Morgen, wenn du dreimal die Nase nicht sauber gemacht hast, steht in dem Hadith, was Sahih ist, bleibt der Shaitan in deiner Nase, weil er nachts in der Nase ist von den Muslimen. Yani, was macht er Zum da? Glück Guck habe mal, ich die das Ding sauber ist, gemacht. es gibt 2 Milliarden Muslime bald. Sagen wir mal 1,5, 1,6. Also in allen Muslimen auf der ganzen Welt. Yani, guck mal, Shaitan ist überall. Ja, gut, dass ich mir die Nase gewaschen Ja, okay, bei dir ist er raus, aber zum Beispiel bei deinem Achi ist er vielleicht noch drin, der schläft noch. Der schläft bis habe. 12 Uhr. Stell dir vor, der schläft bis 12 Uhr, Jani, ausschlafen. Da ist er noch drin bei deinem Nachbarn. Was macht er da? Ja, wäscht er sich hoffentlich bald raus. Also ich weiß nicht, worauf ich jetzt hinaus will. Du hattest letztes Mal Sure 34, Vers 25 gebracht, um zu Ja. sagen, dass Allah sündigt. Und ich wollte jetzt darüber reden. Das hast du mir letztes Mal aufgebracht. Ja, dass Allah ein Sünder ist. Also Leute, die so im Nachtclub chillen, ne, wenn die am nächsten Morgen nach Hause kommen, die spülen sich so die Nase ein paar Mal. Aber da soll was anderes meistens rausgehen. Ja, nee, auch alles dreimal, weißt du? Alles ist dreimal im Islam. Sogar der Christ, der begraben wurde, wo der Tod ihn sogar nicht angenommen hat, weil er ungerechterweise getötet wurde. Wurde auch Nein, dreimal aus nein, der nein, Erde nein. gespuckt. Der Tod, das war nicht der Tod, der ihn angenommen hat, sondern die Erde hat ihn ausgespuckt. Ja, Mustafa, aber guck mal, wenn der Tod berechtigt ist, sei es durch einen natürlichen Tod oder durch Sünde, Bruder, wieso funktioniert die dann bleibt ganze der Zeit Körper im meine. Grab. Dann bleibt der Körper im Hamid, Grab. Ja, nee, irgendwas dieses hat da mit Ausspucken ihm. aus der Erde bestätigt doch nur, dass er Hamid. gelogen hat, oder dass sie gelogen hat. Ich weiß nicht, ob es er oder sie war. Er, glaube ich. Hamid. Ja, bitte. Wieso funktioniert die ganze Zeit meine Kamera und mein Mikrofon nicht, ja? Ich schmeiß dich mal kurz Technik-Dschihad. raus, dann kommst du wieder, Nein, Bruder. warte kurz, jetzt funktioniert es auf einmal wieder. Ich will was zeigen, Mann. Okay, Mustafa, welche Sure Ja, war das dann. nochmal? 34, ne? Ja, Warte, das 25. war gerade beim Thema. Okay. Ich würde es sehr gerne zeigen, weil das beim Thema.
Ah, und was filmt er jetzt? Jetzt würde ich gerne was zeigen. Ja. Also gut. Also gut, alles klar. Los geht's. Warte kurz. Ich mach das groß. Du, dann mach mal groß, ja. Ja. Hier, das war der Vers, Mustafa, Ja. ne? Genau. Und du hast gesagt, warte, dass dieses Wir in der zweiten Zeile als Pluralis Majestätis verwendet wird, oder? Ja, im Tafsir steht das, dass damit Allah gemeint ist. Ist aber Öffne den Schwachsinn. Tafsir, bitte. Können wir gleich machen. Lass mal den Shake. Wir machen das. 100%. Warte kurz. Ich mach kurz meine Kameranummer Ich sauber. hoffe, dass ihr uns jetzt hier Islamhass oder so vorwirft. Ne? Wir haben letzte Mal in einem Livestream einen syrischen, ich weiß nicht, was er genau war, der hat in der Stadt Halab gelebt, in so Zelten. Da haben wir so einen kleinen Spendenstream für den gemacht. Kam zwar nicht viel rum, nur ein Zehner oder so, aber für den hat es anscheinend gefreut. Und der war ja Muslim. Und dann haben wir auch über Gott und die Welt geredet und so. Also wir haben keinen Islamhass. Ich hasse keine Muslime oder so. Im Gegenteil, ne? Viele sind ja gute Menschen, viele sind sehr ehrgeizig in der Religion. Das ist ja wunderbar, aber halt die Schriften sind das Problem. Bruder, du bist ja sogar, du bist ja selber Ex-Muslim, Sheikh ist Ex-Muslim, yani du bist Ja. sogar aus der Türkei, yani. Assalamu alaikum an meine christlichen Geschwister, an mein Hallo, an alle Alaikum anderen. Salam, Wa alaikum Barakatuh. salam. Ja, okay. Ich habe gerade so Darf ich kurz Blähungen, ich habe darauf so eingehen? Blähungen bekommen, Harut. Ich hatte die ganze Zeit Blähungen, ehrlich. Du Ich bist habe gerade in korrekt, meine Bruder. Nase geputzt und meine Ohren, Bruder. Wahnsinn, Bruder, ja. Aber Was muss gestern war Highlight und dann ist mein Akku leer gegangen. Das war echt, alle haben zugehört. Das war Hammer, Ah, stimmt, genau. Was war eigentlich gestern, Bruder? Du warst weg. ja, Brüder, war warte, Akku ich leer. gehe kurz darauf ein, Aber danach könnt ihr die Geschichte machen, weil ich will die ganze Zeit Harut, darauf eingehen. Harut, ich glaube, du bist geflüchtet, kann das sein? Ich bin geflüchtet, ja. Hey, lass mich darauf eingehen. Hey. Okay? Okay, Also, Jake. pass auf. Hier, Frage. Stimmt es, dass wenn eine Person vor dem Geschlechtsverkehr nicht Bismillah sagt, dass der Scheitan dies mit ihr teilt? Antwort. Entschuldigung. Antwort. Alles Lob gebührt aber Allah. Bezüglich der Anteilnahme des Scheitans, wenn man nicht Bismillah sagt, sagt Allah ungefähre Bedeutung. Teilen Sie Reichtum und Kinder mit ihnen, indem Sie sie dazu verleiten, durch illegale Wuchermethoden oder durch illegalen Geschlechtsverkehr Geld zu verdienen. Al-Isra 1764 Al-Qurtubi sagte, das heißt, beteiligen Sie sich daran. Kinder, es wurde gesagt, dass damit die Kinder von Zina, also von Unzucht und Ehebruch gemeint sind. Dies war die Ansicht von Mujahid al-Dahhak und Abd Allah ibn Abbas. Es wurde auch berichtet, dass er sagte, dies beziehe sich auf die Kinder, die sie getötet und gegen die sie andere Verbrechen begangen haben. Es wurde auch überliefert, dass er sagte, dies beziehe sich darauf, wenn sie sie mit Namen wie Abd al-Harith, Abd al-Uzza, Abd al-Lat, Abd al-Shams, daher Namen, die Sklave bedeuten, bezeichnen von bezogen auf ihre falschen Götter. Und es wurde gesagt, dass sich dies darauf bezieht, dass sie ihre Kinder in den Kufr einweihen, damit sie zu Juden oder Christen machen, wie es die Christen mit, so, ihren Kindern tun, wenn sie mit Wasser taufen. Dies war die Ansicht der Qurtata. Die fünfte Ansicht wurde von Mujahid überliefert, der sagte, wenn ein Mann Geschlechtsverkehr hat und den Namen
Allahs nicht erwähnt, wickelt sich der Dschinn um seinen Penis und hat Geschlechtsverkehr. Daraufhin wird in der Aya Bezug genommen, Interpretation der Bedeutung, mit dem noch kein Mann oder Dschinn zuvor Geschlechtsverkehr hatte. Unterm Strich, was hier gesagt wird, ist, wenn du nicht mit deinem Bismillah mit deiner Frau schläfst, dann tut sich der Iblis Shaitan um deinen Penis wickeln und hat Sex mit dir und deiner Frau. Was, was? Das musst du nochmal lesen, bitte. Stich, wo hast du lesen gelernt? Bitte, bitte nochmal lesen. Was macht er mit dem Penis? Der wickelt sich um den Penis rum. Also Leute, und hat dann Sex. Soll ich es nochmal lesen? Ja, bitte. Das ist genau die Stelle, ist sehr wichtig. Diese Stelle ist sehr, sehr wichtig, Bruder. Egal, aber ich kann mal nicht übersetzen. Bitte, lass das. Stopp. Ich bin mal gespannt, wie man das übersetzen kann. Ja, Bruder, noch. Come on. Abu Dhabi. Come on, ich krieg dich. Ochsenbille. Besser rede nicht im Hamdi. Ihr Missionare. Dazu sagt auch Ibn Kathir einiges, ne? Nur mal so. Aber ich habe schon mal Harut gehört, wie er auch über dieses Thema gesprochen hat. Vielleicht möchte er auch. Oder? Harut, ich weiß nicht, hast du die Themen gerade parat, weil du hast auch schon mal. Oder ganz kurz, oder jetzt da fragen Leute, wo steht, zeig mal die Quelle, damit alle die Quelle sehen, wo du vorgelesen genau. hast, mit dem Penis und so. Zeig mal. Oh, Penis ist gut, gell? Also. Ja. Al-Isra 1764, dazu Tafsir al-Qurtubi. Dann geht's weiter. Da Al-Rahman 55 56 Tafsir al-Qurtubi 10284. Dazu hat auch Ibn Kathir einige Meinungen. Al-Isra 1764, Interpretationen der Bedeutungen. Ja, es ist einfach, da gibt's auch einige Hadithe dazu. Al-Bukhari 3271, Muslim 1434. Tafsir ibn Kathir 350 bis 51, Al-Tabari, es gibt genug dazu. Ihr müsst einfach nur lesen. Es gibt genug zu diesen Schandtaten. Ihr müsst einfach nur lesen. Abu Hanjar. Ja, Bruder. Bruder, ja. Und zwar ging es jetzt gerade darum, das Thema, bevor du kamst, Boxen will, also, das Thema war das hier, pass auf, wie wir dann darauf gekommen sind, dass Shaitan sowas macht, in der Nase ist, dies, das, jenes. Allgegenwärtiger Shaitan sozusagen. Pass auf. Hier steht drinnen, in Sure 19, Vers 83, sagt Allah, siehst du nicht, dass wir, also Allah, ja, wir. Die Chaitane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie heftig aufreizen. Yani, was will Allah von uns? Yani? Richtig, was ist sein Ziel eigentlich? Was hat der gegen mich? Ja? Wo ist aber außerdem, wo ist der Chaitan? Er schickt die Shayatrin, Bruder. Der muss uns ja hassen. Uns Ungläubigen. Aber warum? Der muss uns ja so sehr hassen, dass er uns schon eine Strafe im Diesseits geben will. Ne? Das ist ja das Heftige. Wahnsinn. Ja. Bruder, ein Fakt, nur eine Seite, ein Satz. 64% des Korans behandelt sich mit den Ungläubigen. Weiter im Text. Genau. Guck mal, ich kann sogar auf Arabisch. Warte. Alam tara anna anzana. Wir müssen es eigentlich schön ja, betonen. Al-Shaytani. Genau. Ala al-Kafirin. Ta'azum azza. Alif Lam Mim. Das ist doch jetzt schon wieder zu viel. Und keiner kann übersetzen, was das bedeutet. Wahnsinn, oder? Es gibt sogar für Alif Lam Mim gibt's trinitarische Erklärung von Ibn Abbas. Ah, ich glaube, ich habe es auch mal gelesen. So, komm, lass uns da. Welcher Vers war das nochmal? Es gibt ja mehrere mit Alif Lam Mim. Aber Bruder, das sind 5, 6 Stück. Fang mal mit Sure 2, Vers 1 an. Das muss man gewesen. 34, 25 aufklagen. Lamim Sod. Harut. Bitte? Du wolltest ja 34, 25 aufschlagen. Mach ich jetzt. Nur noch das.
Guck mal, ich erkläre dir von Ibn Abbas die trinitarische Erklärung für alle Flammim. Guck mal. Und es ist aus Authority, Abdullah ibn al-Mubarak, Ali ibn Ishaq, das ist die Kette, Samarkandi, Muhammad ibn Marwan, Al-Kalbi, Abu Salih, that Ibn Abbas said, concerning Allah saying, exalted is he, Alif, Lam, Mim. Alif stands for Allah, Lam for the Archangel oder Archangel Jibril, and Mim for Muhammad. Das ist schon mal eine Trinität. Aber die Erklärung hat auch eine Trinität. Das hier, Alif Lamin. Guck mal. Die zweite Erklärung ist, it is also said that Alif stands for Allah's blessing, Lam for his kindness and Mim for his dominion. Nummer zwei. Und dritte Erklärung, it is also said that Alif stands for the beginning of the name Allah, Lam for the beginning of his name, the kind, Al-Latif, and Yes. Mim for the beginning of his name, the glorious, Al-Majid. Und jetzt pass auf. Der hat hier die Trinität erklärt, dann hat er Nicht von Alif weiter. Lamim die Trinität erklärt und Richtig. ganz am Ende sagt er, pass auf, it is also said that only Allah knows the meaning of these disjointed letters. Hä? Also Problem es wird ist, auch berichtet, dass nur Allah die Bedeutung der verlorenen Blätter kennt, oder? aber wisst ihr, was das Komische ist, Bruder? Die reden immer, alles Jalalain. ist drei, alles ist drei, ne? Aber nur bei der Trinität geht's nicht. Richtig. Guck mal, Jalalain sagt das. Alif Lamim, Allah knows best what he means by this letter. Allahu alam. Ja, Allahu alam. So. Er wollte Sure 34, Vers 25, wo wir bewiesen hatten, dass Allah die Leute kriminalisiert, dass er ein, ja, dass er ein Gangster ist in dem Sinne. Ja, das steht hier. Guck mal, das steht hier. Sag, ihr werdet nicht danach befragt werden, was wir an Übeltaten begangen haben, noch Noch werden bin wir danach befragt werden, was ihr tut. Und in dem Tafsir steht das. Und lies jetzt ein paar Verse vorher und ein paar Verse nachher. La hawla la quwwata illa Guck mal. Guck mal, Ibn Abbas sagt das. 34, 25. Lies dann bitte ein paar Verse davor und ein paar Verse nach. Eins, zwei Verse. Audhu billah. Guck jetzt. Hört man mich? Hört Say man to mich? them. Allah, ja, man hört dich. Allah sagt zu denen, oh Nein, Muhammad. das steht da nicht. Was? Achso, Das du steht bist da da. nicht. Sorry. Ich lies weiter. Ich dachte, du bist bei dem Vers. Ja, nee, das wäre eine neue Dimension von, das steht Das wäre da nicht. wirklich das nächste Level, Bruder. Das wäre das nächste Level. Ja, okay, lies weiter. Also, er sagt, Schön betonen, oh Bruder. Schön Muhammad. betonen, Harut. Ja. Ye will not be asked of what we committed of sins. Ja, sein Handy klingelt. Ja, wahrscheinlich die Achis und Ikhwanis, die dann sagen so, ja, wieso Die bist du im Prinzessin Live? ruft an. Prinzessin, ja. Wieso bist du Ja. im Live? Wieso bist du im Live? Geh da raus, Harut, sofort. bestimmt Prinzessin ruft an, ja? Allah hat seine Shayatins geschickt. Mustafa, sehen wir dich jetzt auch im nächsten Hamdi Live, wie er dich dann so anmeckert? Was? Nee, meine Mutter hat mich angerufen. Ach so, Wow. ich dachte jetzt gerade echt so, irgendein Ikhwani oder so hat dich angerufen und hat so gesagt, geh da raus, Pass auf, bleiben wir beim Thema. O Mohammed, ihr werdet nicht gefragt, was auch auf Deutsch steht, was wir an Sünden begangen haben. Noch werden wir gefragt, ja, was wir tun wegen des Unglaubens. Und pass auf, mein Lieber, Ibn Abbas sagt, dass das abrogiert wurde später durch den Vers mit dem Schwert, Sure 9, Vers 5. Weißt du, was das bedeutet? Schau, man muss bei dem Vers mal den Tafsir lesen, um das richtig zu verstehen. Du musst ein bisschen davor und ein bisschen danach lesen. Jetzt mach das mal bitte. Das ist dein Ernst, Mustafa? Das ist doch ein Tafsir. Bist du, hast du was geraucht, oder? Aber ich habe eine Frage jetzt, Was habe ich beziehungsweise ich gerade, muss Abu nachfragen. Kanjan, ich habe nicht, ich habe gerade gesagt, er soll ein paar Verse davor und ein paar Verse danach lesen. Ich habe gesagt, das Bruder, ist da der nicht mal reißt nie nötig, aus dem den Tafsir Kontext. zu reden. Der Harut Was? reißt nie Abu aus dem Kanjan, ist das Kontext. dein Account hier mit Q? Nee, Bro, das ist ein Doppelgänger von mir, Bruder.
Achso, aber ich wollte kurz noch was loswerden, genau. An jedem, der wirklich interessiert an dem Evangelium ist und ein bisschen mehr über den Herrn zu erfahren, der geht bitte auf Omar's Hakika TV und bestellt sich dann dort eventuell die Bücher. Der hat ja auch so Flyer gemacht, wo man dann so vergleichen kann, Islam und Jesus und Christentum und beziehungsweise der Herr Jesus Christus. Also der hat das super, super dargestellt. An jedem, der jetzt hier zuschaut, weil das natürlich auch hier so eine Morningshow ist quasi, sehr gerne, aber falls ihr wirklich Interesse habt an dem Herrn Jesus Christus und an einer Bibel etc., dann meldet euch einfach bei Hakika TV. Amen. Wir können gerne von Anfang an lesen. Können wir gerne machen. Das ändert aber nichts an dem Kontext. Bruder Weil Harald, es kurze fängt ja. Frage, wann kommst du heute Abend wieder rein? Stimmt ab 8. Ungefähr. Okay, gut, Bruder, dann komme ich später wieder Bist rein. du Ich jetzt gehe weg? kurz ein Dreh, Sonne ein genießen? bisschen unterwegs, ich komme Ja. dann heute Abend. Dann ab. Ja, Gottes Bruder, ein Segen. bisschen Sonne genießen, ein bisschen mit Familie, dies, das, Gottes Segen, Bruder Herz. Wir hören uns später. Gottes Segen, Alle dich Bruder. auch Gottes Segen und an alle Geschwister da Gottes auch. Segen, Bis später, Achui. Bruder Herz. Gottes Segen, Achui. Mach weiter so, Harut, mach weiter so. Super. Ja, mein Lieber. Mustafa, du kennst doch auch. Wo bist du jetzt? Du kennst doch die Al-Fatiha natürlich auswendig, wahrscheinlich, sage ich mal. Ja. Vor ein paar Tagen war jemand hier und er hat uns erklärt, wer Allah ist. Wer? Ja. Alimo? Nein, nein. Wer was? Kennt Kann man ich dir ihn? vom Namen her nicht mehr sagen, aber er befolgt das, also befolgt die Sunna. Jemand, der auch an die Hadithe glaubt und sie annimmt, sie befolgt, weil dort das Leben von Mohammed auch beschrieben wird. Und was du tun musst, wie du zum Beispiel dich waschen sollst, wie oft du beten sollst, und so weiter und so fort. Also da steht ja auch die Schahada drin, ne? Und so weiter und so fort. Er befolgt das. Und ich habe ihn gefragt, wer Allah ist. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso steht in der Sure Al-Fatiha übersetzt im Namen Allahs des Al-Erbarmers, ne? Al-Rahman und des Ja. Barmherzigen, Al-Rahim. Warum steht hier in diesem Vers hier Allah mit Allah übersetzt? Und in Ayat 2 aber steht Lille. Guck mal, hier fehlt das Wohin Alif. Siehst du das? Hier fehlt das Alif. Hier ist das da, Allah. Hier fehlt das Alif, aber die haben trotzdem mit Allah übersetzt. Ja. Yani, Bubenheim und Elias, sind das nicht die wahren Harut und Marut, die die Leute verwirren mit falschen Übersetzungen? Weiß jetzt nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, ob da jetzt nur Lille oder ich glaube, das ist nur, ich heißt doch dasselbe, oder nicht? Nein. Das ist Allahs Name. Überall Heißt es steht nicht Allah. jetzt? In jeder Heißt es Moschee nicht? steht Allah. Bruder, warte. Ja, okay, aber Heißt Bruder, es nicht? geh mal zu dem anderen Vers jetzt wieder zurück. Wieso bist du auf einmal fertig hier? Heißt es nicht, dass niemand Gottes Wort ändern könnte? Den Koran nicht, nein. Das haben die Mustafa, offensichtlich getan, oder? Nein, TikTok-Anwalt Bruder. schreibt, hör auf zu lügen. Ja, nee, komm doch hoch, erkläre du uns. TikTok-Anwalt, du hast doch endlich. Nein, du hast 5 Follower verloren. Aber du kannst trotzdem hoch. Jani, komm doch hoch und erklär uns, wo hier das Alif ist. Jani, soll ich das dahin malen? Wo ist das hin? Wo ist das hin? Ich frage ernsthaft. Jani, da steht Allah. Wieso bist du jetzt Aber da aber steht bei nicht. Chat hier? Ja, aber da steht, guck mal. Guck mal, diese zwei Wahnsinnigen hier, dieser Bubenheim Abe und Elias, das ist Harut und Zionisten. Marut. Das sind Zionisten. Die wollen uns irgendwas verheimlichen, weil hier steht Allah, so wie es in allen Moscheen steht. Und das wurde richtig übersetzt. Hier steht Lele,
Das weißt du, Hamdu lille Rabbi Alamin. Aber hier steht auch Allah. Aber hier steht nicht Allah. Hier fehlt das Alif. Da steht lille. Was wollen die uns verheimlichen? Steht in fast jeder Übersetzung. All praises for Allah, Lord of all worlds. Ja, aber warum haben die uns das so übersetzt, obwohl hier nicht Allah steht? Wie hättest du es denn übersetzt? Ja, du lillah. Sag ich dir. Ich glaube, das ist eine Form von Grammatik einfach. Das kann man doch nicht einfach du Allah hinschreiben. Nein. Nein. Sollen wir jetzt den arabischen Crashkurs hier für Grundschüler erstmal unterbrechen und weiter mit den nächsten Sachen machen? Gerne. Ja. Außerdem habe ich gedacht, dass der Koran ein klares Buch ist, für jeden leicht verständlich. Was ist da dann nicht leicht verständlich? Ihr sucht da irgendwas, um es nicht verständlich zu machen. Guck mal, ich sage dir, wie es hier übersetzt werden sollte, eigentlich. Okay, ich schreibe es dir hier auf. Ich schreibe es dir hier auf. Type. Guck mal, da steht ja. Alles Lob gehört Allah. Ich schreibe das genauso. Und jetzt schreibe ich dir, wie das eigentlich dahin stehen müsste. Die Übersetzung. Ich weiß nicht, was du jetzt beweisen willst. Was wird das jetzt? So müsste das eigentlich da stehen. Alles Lob gehört dem La. Alhamdu li, also an. Das bedeutet, dieses li bedeutet to somebody, also zu jemandem, an jemanden. Hamdu li le. Nicht alles Lob gehört dem Allah. Da fehlt doch das Alif. Da steht übersetzt, müsste da stehen. Alles Lob gehört dem La. Und das ist dein Gott. La ist ein Gott und La ist ein ganz, ganz alter Mondgott. Was meinst du, warum in Sure 53? Du, die bitte, was redest du? Können wir jetzt einfach zurück? Ich weiß nicht mal, was du hier babbelst die ganze Zeit. Mustafa, in Sure 53. In Sure 53. Du nennst die anderen Typen immer Ferrari, aber du bist Bugatti dein Vater, Mann. Jetzt geh doch zurück zu dem Sura, zu der Sura einfach. Mustafa, ich mache ganz langsam. Ich erkläre dir in Al-Fatiha. Ich habe dir in Al-Fatiha erzählt, beziehungsweise dir gezeigt. Bruder, jetzt geh mal Auto, geh mal in Fiat rein. Tamam, nochmal. Also hier steht Allah und es wurde mit Allah übersetzt. Hier steht Lele, weil da ein Alif fehlt und es wurde fälschlicherweise mit Allah übersetzt. Du hast mich gefragt, was soll da eigentlich übersetzt werden? Dann habe ich dir gesagt, hier müsste eigentlich stehen, alles Lob gehört La. Und danach habe ich dir gesagt, das ist der Name von deinem Gott. Dank sei La. Hier habe ich dir geschrieben, alles Lob gehört nur dem La. Ja, ich glaube, es hat mit der Grammatik zu tun, aber ich kann nicht hundertprozentig, weil ich kein Araber bin. Jetzt geh zurück zum Vers. Pass auf, mach ich. In Sure 53. Ne? Was? Mustafa, ist ja natürlich super. Hä? Ja, da habe ich mir schon fast gedacht. Ich weiß ja, nicht, wieso neigen immer Türken zum radikalen Islam? Diese Wahhabiya-Salafi-Richtung. Wieso neigen wir Türken immer dazu? Die meisten Messages sind immer voll mit Türken, Bruder, wenn die ja sowas lehren. Wieso? Guck mal, Atatürk kam ja mit einer Idee quasi, mit dem DITIB-Islam. Ne? Den hat er extra eingeführt, weil er halt ganz genau wusste, was für eine Richtung das ausladen kann. Wir haben eine Schwester hier. Vielleicht möchte sie zuhören. Gott segne dich. Hallo, Shalom. Ja. Gottes Segen euch. Hallo. So, guck mal. Gottes Segen. Mustafa, ich habe meinen Bugatti verkauft, meinen Lamborghini verkauft. Ich habe mir jetzt ein Fiat 500 geholt aus von 1985. Ja, danke. Und wir sind ganz langsam gefahren mit einem ersten Gang. Ich habe die Kupplung gelöst und wir sind jetzt auf dem Spielplatz. Wir fahren mit Schrittgeschwindigkeit. Wieso droppt denn woanders? Guck mal. Was meinst du? Warum hier steht in Sure 53 ab Vers 19? Was meint ihr wohl zu Al-Lat und Al-Uzza und auch Manat? Hast du dir schon mal gefragt,
wer diese anderen sind, der Dritten, und wer hier redet, wer hier zu Mohammed redet und zu Allah, ist denn für euch das, was männlich ist, und für ihn, was weiblich ist? Also ist denn für Mohammed und seine Nachfolger das, was männlich ist, und für Allah, was weiblich ist? Und die zweite Frage ist, warum werden hier diese Götter genannt? Gottheit Lat, Gottheit Al-Uzza, Gottheit Manat und die ganz anderen Götter Al-Shams. Wer sind diese Gottheiten? Gottheit Sonne, Gottheit Lat, Gottheit Uzzat. Hast du dich das mal gefragt, ob das vielleicht diese Götzen sein können, was auch die Familie und der Stamm der Quraysh angebetet hat? Und dass Mohammed eventuell einen Gott von diesen 360 Göttern behalten hat? Und dass das der Allah ist, der Mondgott? Weil auf allen muslimischen Flaggen ein Mond ist und oben auf der Moschee auch ein Mond ist? Bruder, kannst du jetzt zurück zu dem Versken? Ich habe gerade nicht mal zugehört. Du bist die ganze Zeit woanders. Willst du mir sagen, dass mein Fiat zu schnell ist? Ich glaube, du bist nicht in dem Fiat, du bist noch in so einem Ferrari-Ding da. Du hast noch nicht verkauft. Muss man endlich verkaufen. Schau mal. Suche 34, richtig? Ja. 25. Und erklär jetzt mir bitte, wie du drauf kommst, dass mit diesem Wir in der zweiten Zeile Allah gemeint ist. Erkläre, ich habe dir da den Tafsir gezeigt. Was willst du denn noch? Sag du mir, guck mal, ich habe dir den Tafsir gezeigt. 1 plus 1, ich habe dir als Lehrer erklärt, ist 2. Du willst uns jetzt sagen, dass 1 plus 1 3 ist. Dann zeige uns, wo das steht. Warte, ich öffne den Tafsir gerade selbst. Welchen? Von Maududi? Ibn Kathir. Also auf Koran.x, ne? Ja, wie du das hast. Koran.com. Okay, meinetwegen. Harut, du lügst extra und du nennst dich Christ, schreibt hier Ex-Christ Nummer 1. Audubille. Audubille. Ex-Christ, Audubille. Allah hat seine, seine Scheatins geschickt. Obwohl Harut die ganze Zeit Quellen zeigt. Guck mal, ey, Ex-Christ, ganz ehrlich, wenn Harut die ganze Zeit Quellen zeigt und du nennst ihn trotzdem einen Lügner, es tut mir leid, ich stumm dich dann. Könnten wir nachher, wenn wir das Thema fertig haben, Violetta einmal kurz zu Wort kommen lassen, weil sie hat immer viel vom Herrn Jesus Christus zu erzählen. Gerne. Ja, hallo erstmal. Das Thema ist ja so wie immer dasselbe. Wo steht dies, wo steht das? Aber das Wichtige ist ja zu erkennen, dass Gott Liebe ist und im Koran, Sunna oder Tafsire oder was auch immer, also findet man halt diese Liebe nicht. Und wenn man sagt, dass Gott Liebe ist und Gott alles erschaffen hat, sollte man einfach mal, naja, mit dem Herzen auf die Suche gehen und nicht mit dem Verstand, weil Gott kannst du mit dem Verstand nicht greifen. Das versteht der natürliche Mensch irgendwie nicht, weil es sind immer dieselben Fragen, ne? Bruder Harut, du kennst das auch, immer die gleichen Fragen. Wie kann dies, wie kann das? Da finde ich allein schon da diese Fragestellung, wenn die Menschen sagen, wie kann denn Gott? Die merken nicht, dass sie sich über Gott stellen, indem sie diese Wie-Frage stellen, wie kann denn Gott? Sie merken den Hochmut gar nicht in ihrer Fragestellung. Denn Gott kann alles, wenn er will. Und da muss man sich fragen, wenn doch Allah die Tora und das Injil herabgesandt hat, mit den Aussagen, die sich dort drin befinden. So, dann 610 Jahre später kommt Mohammed um die Ecke mit einer völlig anderen Aussage, die der Tora und dem Injil komplett widersprechen. Da muss doch der normal denkende Mensch versuchen, dem Ganzen auf die Spur zu gehen, wie kann das sein, wenn es Gott ist, der das herabgesandt hat? Wieso ist es dem Menschen möglich, Gottes Wort in der Form von weiß auf schwarz komplett zu verändern? Was ist das für ein Gottesglaube? Wie kann das sein, dass der Mensch in der Lage wäre, Gottes Wort zu verändern? Oder zu sagen, ja,
Gott hatte einen Sohn in der Bibel, aber im Koran wird dann alles richtig gestellt und er hat keinen Sohn. Entweder ist dann dieser Gott schizophren, vergesslich, fehlerhaft. Und das sind einfach so Punkte, die macht keinen Sinn, wenn du an einen Gott glaubst. Das ist, ich weiß nicht, an was für einen Gott ihr glaubt, ganz ehrlich. Das ist traurig. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, und dafür, um das zu etablieren, müssen sie ja nicht nur in der Shahada, die so anfängt, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, da fängt das schon an. Nein, sie müssen sogar einen draufsetzen und sagen, die Bibel wurde gefälscht, obwohl Allah das nie gesagt hat. Ohne das, ohne dieses, das davor ist gefälscht, kann der Koran gar nicht existieren. So ohne die Bibel kann der Islam gar nicht bestehen. Ja, eben. Das ist das. Aber sie fragen sich halt nicht diese tiefgründigeren Fragen. Ich kenne das. Ich war ja auch reingeborene Muslime. Ich habe nie gesagt, ich wiederhole es nochmal, praktizierende Muslime habe ich nie gesagt, weil das nicht so ist. Ich war einfach nur reingeboren. Aber diese Phasen, die du so mitbekommen hast von links und rechts, Familie, Freunde, irgendwie so halt oberflächlich, habe ich auch nachgeplappert, wie so ein Papagei. Aber ich hatte kein Wissen. Ich habe das auch gesagt, ja, der Islam ist aber doch die Wahrheit. Aber ich kannte nicht eine Sure, weißt du, ich wusste, ich darf kein Schweinefleisch essen, okay. Aber ich habe einfach nachgeplappert und die Masse der Muslime ist leider halt auch so. Und das ist traurig, weil es gibt so viel zu entdecken. Das ist eine wahrliche, abenteuerliche Reise, wenn du auf die Suche gehst nach Wahrheit. Das ist unfassbar, auf was du alles stößt. Das ist so... Dein Horizont wird so weit geöffnet, wenn du dich einfach mal wirklich aufrichtig auf die Suche machst nach Wahrheit. Ohne all diese Möchtegern-Wissen, was du dir angeeignet hast, in der Welt von irgendwo aufgeschnappt. Nein, sondern wahrhaftig, authentisch auf die Suche gehst. Das solltet ihr alle machen. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist auch sehr spannend. Also ich kann nur von mir berichten. Das ist unfassbar, auf was man alles stößt. Ich bin so dankbar, dass Gott mir das gegeben hat, dass er mich gezogen hat und mir all das gezeigt hat. Ja, ja, okay. Das kann auch jeder machen, du auch, Mustafa. Du kannst es auch machen. Du kannst auch einfach, statt du den ganzen Tag keine Ahnung was machst, kannst du dich doch wirklich damit auseinandersetzen, in beiden Richtungen zu suchen, zu forschen, was ist wo, wie ist der Zusammenhang, Chronologie, History, Geschichte. So viele Punkte kannst du abarbeiten und du wirst zur Wahrheit kommen. Ob Violetta, was ist das älteste ganze Manuskript der Bibel? Des Neuen Testaments? Bitte nochmal was? Das älteste ganze Manuskript der Bibel? Das weiß ich nicht. Mustafa. Saharu, sagst du viel? Nein. Wolltest du von Ibn Kassir vorlesen? Nein, ich lese jetzt einen Vers davor. Okay. Sie hat dich ja nicht übertönt oder irgendwie dein Chat gespielt. Sie hat ja auch nicht gepredigt. Sie hat einfach nur gesagt, dass du von ganzem Herzen mal fragen sollst, wer Gott ist. Einfach nur dich einfach mal fragen, ob wir hier die ganze Zeit, also Janne, spürst du überhaupt, dass wir dich lieben? Dann, wenn nicht, dann würde irgendwas falsch sein. Wir lieben dich. Wir wollen, dass du den Islam verlässt. Weil es einfach falsch ist, weil dieser Gott Allah einfach weit entfernt ist. Du wirst ihn nie sehen, du wirst ihn noch nicht mal im Paradies sehen. Stattdessen wirst du Jungfrauen bekommen und bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Das hat sie dir einfach ans Herz legen wollen. Ja, ich hab's gehört. Also einfach mal nachforschen, weißt du, in alle Richtungen und nicht so versteinert bleiben, wie so eine Mumie, die nur in eine Richtung gucken darf, weil der Koran nicht weiß, man darf nicht viel nachfragen, weil du sollst es so annehmen, wie es steht, ohne viel zu fragen, weil sonst könnten Zweifel aufkommen, hin und her. Allein das würde mir schon Zweifel bereiten. Allein dieser Satz würde mir sagen, ey, Moment mal, ich bin doch ein freidenkender Mensch, ich bin in Freiheit, ich habe einen freien Willen. Wieso darf ich nicht prüfen? Das würde mich zur Prüfung zwingen. Das würde mich zwingen und würde ich sagen, jetzt gerade, jetzt erst recht. Weißt du? Wenn jemand, der keine Ahnung vom Islam hat und hier reinkommt in euren Stream und eure Argumente hier hört, dann könnte es schon gut sein, dass er seine Zweifel hat. Aber wenn jemand schon Wissen hat, wenn jemand Wissen hat und euch hier hört, dann weiß er, was ihr hier wirklich redet. Und jetzt was kann ich mal. Hier wirklich, wenn wir sagen, dass es legitimiert ist aus der Sunna, dass man Leute kreuzigt und so, reden wir dann was Falsches? Kann ich jetzt mal zum Vers kommen? Wir springen die ganze Zeit hin und her. Lies mal deinen Tafsir und danach... Aber nicht Tafsir, einfach ein Vers davor, das wird alles bestätigen. Aber selbst wenn wir mit einer Sache kein Recht haben, was ist denn dann mit den anderen 1000 Sachen?
Schau, das war die Sache. Das war die Sache, die. Und sagt, nein, das hast du falsch gesagt und deswegen ist alles, was ihr sagt, Schrott und Müll. Deswegen nehmen wir dich. Aber wir bringen euch ja noch tausend andere Sachen mit dazu. Ihr könnt ja nicht bei allem sagen, dass das Schrott ist. Als ich letztes Mal hier im Stream war, hat Harut mir diesen Vers gezeigt und hat gesagt, dass Allah ein Sünder ist. Und ich habe ihm gesagt, nächstes Mal, wenn ich da bin, habe ich deine Antwort. Jetzt habe ich seine Antwort, weil das war die Frage, die er mich gefragt hat. Okay, also in Sure 34, Vers 25 steht das drin, was ich gesagt habe. Und wir lesen jetzt Ayat 24, da steht geschrieben, ja. Sag, wer versorgt euch von den Himmeln und der Erde? Sag Allah, fürwahr, entweder wir oder ihr befinden sich in Rechtleitung oder in deutlichem Irrtum. Nein, nein, warte, lass mich lesen. Willst du sagen, dass ich jetzt was anderes vorgelesen habe? Nein, aber lass mich mal lesen. Ask them auf Englisch. Könnt ihr Englisch? Passt das? Ja. Also okay. Ich verstehe. Ask them, O Prophet, who provides you from the heavens and the earth? Say Allah, no, certainly one of our two groups, und hier jetzt Fußnote, the believers and the polytheists is rightly guided, the other is clear astray. Say, you will not be accountable our misdeeds, nor we will be accountable our misdeeds for your deeds. Das sind diese zwei Gruppen, die sich hier gegenseitig, die Polytheisten und die Gläubigen. Da geht es nicht um die Sünden Allahs. Da geht es nicht um die Sünden Allahs? Allah hat keine Sünden, das meinte ich. Das war jetzt komisch gesagt von mir. Ja. Ja, aber da steht doch in dem. Du hast gerade im Kassier gelesen. Zeig uns das mal. Aber da habe ich eine Frage, Mustafa. Du sagst, dass Allah keine Sünden hat, aber wieso erlaubt er ein sündhaftes Paradies, was schlimmer ist als auf der Erde? Also, wo ist der Unterschied zwischen der gefallenen Schöpfung, die nun mal sündig ist? Ja, die Welt ist komplett voller Sünde, ja, egal was. Das muss jeder Mensch einfach zugeben. Das ist Fakt. So, was ist sündhaft im Paradies? Was ein sündhaftes Paradies ist, naja, das, was euch versprochen wird, 72 Jungfrauen. Ich glaube nicht, dass ihr da das sitzt. Mit den 72 Jungfrauen ist nicht authentisch. Also, verstehst du, was ich meine? Auch 72 Jungfrauen ist nicht authentisch. Und zu diesen, es wird Jungfrauen geben, aber das mit den 72 ist unauthentisch. Nein, nein, und man wird verheiratet zu diesen Jungfrauen sein. Aber auch wie der Harut, der Bruder eben erklärt hat, auch also wenn naiv Hadithe sich ja befinden, warum sind die überhaupt vorhanden, wenn sie ja irgendwie authentisch, unauthentisch, wieso gibt es die überhaupt? Wieso werden die? Dann streicht sie doch einfach raus. Ne, dann streicht sie doch einfach raus. Wo ist denn das Problem? Entfernt sie doch dann einfach. Ja, aber und die macht Frage doch alles, ist, was unauthentisch ist, wo die Überlieferungskette fehlt, entfernt das doch. Reformiert euch doch mal selber. Ha? Wieso könnt ihr das denn nicht tun? Haben wir ja deswegen die Organisation wieder jetzt auf eure Daif-Hadif und so. Dann macht das doch raus, dann reformiert euch, passt euch an, ist ja kein Problem. Ja, aber vor allen Dingen auch, wenn es nur eine Jungfrau ist oder zwei. Ihr versteht mit nicht, der man dass verheiratet ist, mit denen man verheiratet ist, mit denen man verheiratet ist. Warte mal ganz kurz. Ihr versteht nicht, dass der Mensch, wie vorhin das Thema war mit dem Tod am Kreuz, dass der Leib stirbt, der Geist aber nicht. Ihr versteht nicht, dass wir, wenn wir sterben, nicht im Leib diese Welt verlassen, sondern wir sind dann wie Geist, eine Seele. Da gibt es keine Sexualitäten oder irgendwelche Glieder, die du mitnimmst, die an deinem Körper jetzt im Fleisch vorhanden sind. Violetta. Da gibt es keine Sexualität, verstehst du? Das ist unlogisch. Violetta. Glaubst du, mein einziges Ziel, ich will nur in das Paradies kommen, weil da jetzt Jungfrauen auf mich warten. Glaubst du, das ist das mein einziges Ziel? Du ins Paradies willst, aber dieses Paradies ist erstens nicht existent, zweitens ist es unlogisch, weil der Leib stirbt. Du hast keine Gliedmaßen in der Form, wie du sie jetzt hast. Ja, hast du nicht, weil wir sind dann wie die Engel, wie Geist. Verstehst du, die Seele? Die Seele hat kein Glied. Also ich weiß nicht, wie ihr das euch vorstellt, aber Mustafa. Ist eure Mustafa. Sache. Musst du mal einfach logisch Mustafa. Denken, ganz ehrlich. Ja. Mustafa, du hast uns ja gerade gesagt, dass du den Vers nur vorgelesen hast. Hast du den Tafsir gefunden von Ibn Kassir? Könntest du deine Kamera öffnen und das zeigen? Dann sieht man meine Spiegelung, ich kann vorlesen. Aber ich kann auch nicht mehr lang bleiben, ich lese das vor, dann muss ich gehen, dann kannst du einen anderen hochholen. Kein Problem, du kannst jederzeit wieder hochkommen, dann können wir genau hier anknüpfen. Mustafa, okay? Darf ich dir vielleicht eine Frage stellen? Ja, mach. Okay.
Glaubst du, dass Allah möchte, dass diese Welt, die Dunya, nur von Leuten bevölkert ist, die Sünder sind und nicht von Leuten bevölkert sind, die nicht sünden? Also quasi, dass Allah auf dieser Welt nur Leute haben will, die Sünder sind, also unrein, keine reinen Menschen. Da gibt es ja auch den Vers dazu, ne? Und sag, wenn es nur einen Menschen geben würde, würde Allah dafür sorgen, dass sie lass sündigen. Ihn mal antworten. Lass ja. ihn mal antworten. Welchen Vers meinst du? Ja, was glaubst denn du? Danach zeige ich es dir. Es macht es doch viel interessanter. Was glaubst du? Wie was glaube ich? Glaubst du, dass Gott, also Allah, möchte, dass diese Welt, diese Dunya, bevölkert wird von Menschen, die nur sünden und nicht von Menschen bevölkert wird, die reinen Herzens sind. Dass quasi, wenn Menschen reines Herzens sind, dass Allah diese Menschen von der Erde tilgen würde, um sie auszutauschen gegen Menschen, die Sünder sind. Zeig mir den Vers, dann kann ich dir meine Meinung dazu sagen. Ich will mal das mal lesen, ich höre es zum ersten Mal. Was hältst du davon? Zeig mir den Vers, dann sage ich dir, was ich davon halte. Ich muss das selber mal für mich lesen. Ja, sag doch mal, was würdest du davon halten? Wenn, das stimmen, würde, wenn das stimmen würde. Was sag würdest du einfach davon den Vers? Halten? Bruder, was würdest du davon halten, wenn das stimmen würde? Bruder, zeig mir den Vers. Sag doch einfach ja oder nein, ob das gut ist oder schlecht ist. Wieso kannst du nicht darauf antworten? Wieso willst du den Wert nicht zeigen, auf dem du dein Argument beziehst? Mein Argument ist schön und gut und ich frage dich ganz normal. Ja, und ich will den Vers dahinter sehen. Du kriegst sofort was zu lesen. Aber was, ich frage dich in der Menschheit, ich frage dich jetzt außerhalb, lass mal die Scripture auf Seite. Ich frage dich als Mensch, was ist deine Meinung dazu, wenn Allah diese Welt bevölkert sehen möchte durch Sünder, nur durch Sünder? Und wenn Menschen auf dieser Welt wären, die keine Sünder sind, dass er diese Menschen, die keine Sünder sind, aus der Existenz fegen würde und umtauschen würde gegen Leute, die sünden? Fändest du das richtig? Du bekommst keine Antwort von mir, bis du mir den Vers genannt hast. Ja, so war mir klar. Mach doch, Bruder, zeig ihm den Vers, weil das ändert ja nichts. Die Aussage bleibt ja dieselbe und dann kannst du ja immer noch deine Meinung dazu sagen. Okay, ihr Lieben, wir haben noch... Ich muss in 5 Minuten auch gehen, ja. Also, ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Wieso kann ich nicht einfach eine Antwort drauf bekommen? Ist doch egal, dann mach's andersrum, Mustafa, Bruder. Zeig ihm den Mustafa, Vers, dann kann Mustafa, er ja Mustafa, Mustafa, ja, du hast ja gesagt, du musst jetzt gehen, dann verschieben wir das, okay? Wir knüpfen genau da lass an. Lass mich das noch kurz zeigen. Um halb muss ich gehen. Ich habe noch ein bisschen mehr. Vielleicht kann er sich darüber dann Gedanken machen. Ciao. Star Muslim. 27:49, okay? Warte kurz, ich hab's. Ganz kurz. Was nochmal? 27. Ciao. Warte, ich mach folgendes, weil die meisten Leute kein Englisch verstehen. Ich mach das einfach so, dass ich das nehme und ins Englische übersetze, okay? Warte. Ja. Schwester Violeta, willst du uns noch was sagen oder... Weil dann, ich bin schon soweit. Nee, ich wünsche einfach nur Gottes Segen und dass der Herr Jesus Christus das hier segnet und den Menschen hilft zu erkennen, dass Gott Liebe ist und dass Gott der einzig wahre ist, Jesus Christus, der am Ende kommen wird. So wie auch der Koran sagt, dass Isa ibn Mariam, der zwar nicht Jesus ist, aber eine Gleichstellung versucht zu stellen und Isa es sein wird, der die Welt richten wird. Vielleicht solltet ihr euch auch mal fragen, warum Isa. Okay. Es muss immer, und wieso nicht Mohammed, ne?
Weil seine Prophezeiung noch nicht vollendet ist. In einer Lüge muss immer sehr viel Wahrheit stecken, weil sonst würde die Lüge sofort auffallen. Also ciao. Das ist auch logisch. Also einfach mal ein bisschen nachdenken. Dann Gottes Segen, liebe Schwester. Möge der Herr dich segnen. Gottes Segen. Bis bald. Danke euch. Ciao. Hier steht: Bei ihm, in dessen Hand mein Leben liegt, wenn du keine Sünde begehen würdest, würde Allah dich aus der Existenz fegen und er würde dich durch jene Menschen ersetzen, die Sünde begehen und Allah um Vergebung bitten würden und er hätte ihnen vergeben. Das bedeutet, Allah möchte eine Welt. Das bedeutet, das bedeutet, dass Allah eine Erde haben möchte, in der nur Sünder sind. Aus welchem Grund? Damit sie ihm anbeten können und um Vergebung bitten können. Okay, darf ich jetzt reden? Hört man mich? Ja, bitte. Man weiß ja, dass die sündigen und dann um Vergebung bitten, besser als die sind, die gar nicht sündigen. Das ist ja so. Die Vergebung, das ist ja die... Thema verfehlt. Nicht Thema verfehlt. Doch, da Thema steht ja. In welcher Richtung Thema verfehlt? In der Richtung, und zwar, du sagst, die Leute, die wo um Vergebung bitten würden, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Allah möchte, dass nur Sünder auf der Welt sind. Das ist das Thema. Sünder, die um Vergebung bitten, wie alle Menschen heutzutage auf der Welt. Nein, Thema schon wieder verfehlt. Es geht darum, dass Allah möchte, dass diese Welt von Sündern bevölkert wird. Das ist der Punkt. Sünder, die aus ihren Fehlern lernen und um Vergebung bitten. Was ist daran so schlimm? Bruder, wieso musst du einen Vers massieren, bis er dir in den Kram passt? Ich massiere ihn nicht. Vorhin, als du eine Antwort von mir wolltest, hast du nicht mal das Ganze gelesen, das mit diesem Vergiftnis. Hast du gar nicht gelesen, bevor du mir den... Mustafa. Und außerdem ist er zu weiß. Okay, Mustafa. Gleichzeitig können wir können dir auch gleichzeitig Verse zeigen, wo... Was du gesagt hast, dem widerspricht, weil Allah ist auch derjenige, der die Leute in die Irre gehen lässt. Allah ist derjenige, der Hass geschürt hat zwischen Christen und Juden. Allah ist derjenige, der dir zurechtleitet, wen er will und in die Irre führt, wen er will. Das Gleiche macht auch Shaitan. Ja, weil er die Herzen der Menschen kennt. Er kennt die Herzen der Menschen. Darf ich kurz was sagen? Ganz kurz. TikTok-Anwalt, wir haben auf dich gewartet. Du bist der Scheich. Ich will nur kurz was sagen. Ganz kurz. Ja, der Herr segne dich, Leute. Wir haben hier einen Imam aus Jordanien. Wer ist aus Jordanien, Imam? Ist deine Flagge nicht die Flagge von Jordanien? Nein, es ist Palästina, Bruder. Hör mal zu, auf jeden Fall. Gell? Ich bin auch gar nicht hier, um zu debattieren oder so, weil ich bin zufrieden mit meinem Glauben. Alhamdulillah, ich bin sehr zufrieden Jordanien. Mit meiner Religion. Nur, ich wollte was sagen. Ich war vor ein paar Tagen mal live gewesen. Ich habe gesehen, wie du live warst, wo du mit dem Bruder Hamdi warst. Und da hat keiner von euch so geredet. Er hat euch alle... Hat euch alle mundtot gemacht, keine Antwort. Nein, TikTok-Anwalt. Das haben wir gestern schon gesehen. TikTok-Anwalt. Hamdi macht dieselbe Strategie wie du. Hamdi versucht immer zu übertönen, Hamdi versucht immer reinzureden, Hamdi kommt immer, du frisst Kacke bei Jesus, aber er bringt keine Quelle oder so. Wir haben das nachgeschlagen, da stand absolut nicht dasselbe drin, was er behauptet hat. TikTok-Anwalt, du hörst mir jetzt zu. Du hörst mir jetzt zu, TikTok-Anwalt. Uns hat niemand auseinandergenommen. Keiner von euch wird uns jemals übertönen können. Wenn er nicht anfangen würde, hier mit komischen Beleidigungen rumzuwerfen und so, wir werden immer ab jetzt zurückrufen, wir werden immer ab jetzt uns wehren, wir werden... Darf ich kurz noch was sagen? Und dann Kindergarten pur. Was das Schlimmste ist, dann Jünger haben die seit dir. Harut, hast du den? Ich habe ihn nicht rausgekickt, doch, mein Freund. Doch, nein, habe ich nicht. Und hast nein, habe ich. Und hast ist geflüchtet. Er ist freiwillig rausgegangen. Onkel Dauer ist auch freiwillig rausgegangen. Er war gerade dabei, euch fertig zu machen. Ihr wart Hamdi ist geflüchtet. Nein, er ist rausgegangen. Das ist die Wahrheit. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Er hat euch auseinandergebracht. Ich dir auch. Gottes Segen. Möge der Herr dich segnen. Möge der Herr dir. Willst du gehen? TikTok-Anwalt. Willst du gehen? Das war's. Mein Herz. Ja, nee, was hast du?